Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute geht es um Rosenbegleiter, also alles, was um die Rose gepflanzt werden kann. Man kann es eigentlich so ausdrücken: Um die Königin der Blumen versammelt sich der Hofstaat. Alles, was zu ihr passt, wird entsprechend gepflanzt. Es wird verschiedene Gruppen geben. Ich habe es so ein bisschen farblich eingeteilt. Es wird auch zwei Filme darüber geben. Im ersten Film erkläre ich noch ein bisschen was dazu, worauf man achten sollte, gestalterisch und von den Pflanzabständen her. Und im zweiten Film werden dann einzelne Farben besprochen und noch ein Wildcharakter. Einiges ist zu beachten, wenn man sich die Stauden aussucht, die zu den Rosen passen sollen. Man sollte immer der Rose den Vortritt geben. Also die Stauden sollten im Prinzip die Schönheit unterstreichen, aber der Rosenblüte immer den Vortritt geben. Man sollte bei den Stauden darauf achten, dass sie ähnliche Ansprüche haben bei den Rosen, also dass sie Sonnenanbeter sind. Für alle Rosen ist es wichtig, dass sie so früh wie möglich Sonne bekommen, also vom Haus her oder von den Hecken, Bäumen her immer so kalkulieren, dass die Rosen dort gepflanzt werden, wo sie so früh wie möglich und so lange wie möglich Sonne bekommen. Der Boden sollte bei Rosen durchlässig sein, keine Staunässe, ebenso bei den Stauden, die man sich dazu aussucht. Man muss wissen, dass Rosen auf jeden Fall nährstoffreichen Boden bevorzugen, weil sie braucht sehr viel Kraft, um so viele Blüten zu bilden. Man möchte möglichst, dass sie den ganzen Sommer über blüht, also deswegen nährstoffreichen Boden. Wenn man die Rose einpflanzt, dann sollte man ein großes Pflanzloch ausheben, mit guter Pflanzerde den Aushub mischen, einpflanzen. Dazu haben wir ein Video gedreht, da wie gesagt einmal reinsehen. Wenn man die Rose dann gesetzt hat und man möchte dann die Stauden einpflanzen und die eventuell eher nährstoffarme Boden bevorzugt, dann könnte man natürlich den Bereich mit Sand entweder ein bisschen auflockern, weniger Pflanzerde einmischen. So kann man dann jede Ansprüche dann ein bisschen regulieren. Wichtig für die Rosen ist auch zu beachten, dass sie nicht bedrängt werden. Also da sollte auch der Pflanzabstand eingehalten werden. Je nachdem, wie breit die Rose wird, sollte man 1,5 Mal Abstand der Rose gönnen, einfach damit sie sich voll entfalten kann, aber auch, dass die Staude entsprechend breit wird und damit sie sich vom Wuchs halt nicht in die Quere kommen. Zu dem Zauberwort Abstand gibt es noch ein paar Tipps jetzt dazu, wenn man vielleicht mal zu dicht gepflanzt hat und man merkt, okay, die Staude ist jetzt zu üppig, dass sie halt die Rose nicht bedrängt. Man sollte die Blüte abwarten und dann die Staude um die Hälfte zurückschneiden. Das hat viele Vorteile für die Rose. Natürlich, dass die Staude etwas kleiner wird, aber auch für die Staude viele Vorteile. Sie bekommt einen kompakteren Wuchs, sie sieht optisch wieder netter aus. Es ist für die Gesunderhaltung auf jeden Fall ein Vorteil und man wird mit einer Nachblüte belohnt. Und auch ganz wichtig, die Selbstaussaat wird verhindert. Jetzt kommen wir schon ein bisschen mehr in die Gestaltung. Da auch ein paar Tipps dazu. Ich persönlich finde das immer ganz nett, wenn es so Farbgruppen gibt, Ton in Ton oder ähnliche Farben, die sich gegenseitig unterstützen, damit das einfach für das Auge ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Als Kontrast kann man natürlich sehr schön mit den Blütenformen und Größen variieren. Wenn man jetzt eine sehr große Blüte der Rose hat, kann man sie mit kleinen, feinen Blüten umschmeicheln. Dann gibt das so einen wirklich einen ganz zauberhaften, romantischen Look. Um ein Beet dynamisch und aufregend zu gestalten, sollte man so ein bisschen Höhenstaffelung einarbeiten. Also, dass man verschiedene Höhen der Stauden, der Rosen und dass man das beachtet, weil das macht das Beet lebendig und aufregend, als wenn das immer nur eine Höhe ergibt. Dann fange ich jetzt mal mit den gelben Rosen an und diese Farbfamilie gelb, weiß, bisschen Fliederfarben, sind die Farben, die so einen richtigen frischen Kick ins Beet bringen. Zum Beispiel gelbe Sorten, da gibt es Lichtkönigin Lucia, das ist so eine halbgefüllte, die auch für Bienen interessant ist. Graham Thomas ist einer meiner lieblingsenglischen gelben Rosen. Candlelight ist auch eine ganz tolle Rose. Und jetzt geht's zu den Begleitern.
Zum Beispiel die Prunella grandiflora alba ist die großblütige Braunelle. Das ist dann für den Beetvordergrund, also etwas niedrigere Staude. Coreopsis grandiflora sterntaler hat so ein richtig hübsches Gesicht, gelb mit so einem braunen, rötlich-braunen Auge. Rudbeckia goldsturm ist wirklich eine sehr, sehr unkomplizierte, sehr robuste Staude. Calaminta nepeta triumphator ist die Bergminze. Die hat so ganz, ganz feine Blüten, die wirklich zu so etwas größeren Rosenblütenköpfen toll passt. Und Aster Goliath ist eine niedrige, fliederblaue Aster. Die passt auch wunderbar dazu. Jetzt kommen wir zu der Rot-Rosa-Gruppe. Einmal hier vorgestellt, das ist die Leonardo da Vinci, einer meiner Lieblingsrosen. Und das sind zwei aus der Rokoko-Gruppe. Ich finde, die Echinacea purpurea magnus ist auch eine ganz tolle Staude. Der Purpursonnenhut würde sich hier wirklich ganz toll eignen zu den Farben. Gaillardia burgunda ist die Kokardenblume, die hat echt so ein ganz kräftiges Dunkelrot, fast braunrot, auch wunderbar zu Rosa kombiniert. Hysopus officinalis roseus ist der rosa Hysop. Da sind wir wieder bei diesen ganz feinen, ganz kleinen Blüten, die ganz toll mit den großen Rosenblüten in Kontrast treten. Achillea Kirschkönigin oder Paprika sind rote Schafgarben. Prunella grandiflora rubra ist wieder etwas niedriger für den Beetvordergrund und absolut eine Insektenstaude, die Braunelle, wirklich ein ganz, ganz toller Bodendecker für den Beetvordergrund. Zu Pink passt auch ganz toll der Ton Lila. Da ein paar Rosenbeispiele, hier wieder die Leonardo da Vinci, aber Mary Rose ist auch eine sehr schöne, stark duftende englische, von Herrn Austin gezüchtet. Eine ganz tolle Strauchrose. Und um diesen tollen Farbton Pink-Rosa zu unterstützen, wäre die Veronica Incarna. Das ist ein Ehrenpreis und die hat so ein bisschen silbriges Laub und ganz tolle lila-blaue Blüten. Salvia Rosa-Königin, da findet man jetzt wieder diesen Pink-Rosa-Ton wieder. Das ist der Rosa Salbei. Es sieht ganz, ganz toll aus, weil er auch so feine Blüten hat. Den Nepeta nervosa finde ich persönlich sehr schön, weil er ein bisschen kompakter wächst und auch einen sehr hübschen lila Ton hat. Das ist die geaderte Katzenminze. Der Geranium Johnson's Blue mit seinen ganz offenen Blütenschalen ist auch wunderbar hier zum Beispiel zu der Leonardo da Vinci. Und zu guter Letzt Erigeron rosa Juwel ist die Feinstrahlaster. Gehört jetzt von der Blütenform zur Aster, blüht etwas früher wie die Astern und ist wunderhübsch, aber auch von der Blütenform her wunderschön zu diesen großen Rosenblüten. Ich persönlich finde Rosen wunderbar, wenn sie ganz toll in Szene gesetzt werden von anderen Pflanzen, also sprich Stauden, die sich da wirklich super eignen. Ich hoffe, dass ich euch in diesen drei Farbfamilien ein bisschen einen Einblick geben konnte, vielleicht auch ein paar Rosen vorgeschlagen habe, die euch interessieren könnten. Wenn Fragen dazu auftreten, gern an die meistersprechstunde@pflanzmich.de. Bis dahin eine schöne Gartenzeit.